Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ace Attorney, Phoenix Wright, Trials and Tribulations, letzter Fall, letzter Part, letztes. Ich konnte mich jetzt ganz lange nicht bewegen, dass die Leute denken, du hast mich da einfach nur so ein PNG reingeschoppt. Ich bin die ganze Zeit gar nicht mehr und da. Und dann animiere ich wie so ein Geist aus dir. Ja, nein, mache ich nicht. So. Wir haben in der letzten Folge den Exorzismus der Dahlia Hawthorne betrieben und es war aufregend und lang. Es war lang, es ist viel passiert. Ne, eigentlich ist es ist schon viel passiert. Es war lang und ist auch sehr viel passiert. Sehr und vieles passiert. Von dem habe ich nicht kommen sehen. Deswegen fällt es mir sehr schwer, das zusammenzufassen. Aber Dahlia ist weg, die ist wieder in der Hölle. Das ist erledigt, das Ding ist durch. Also wir haben verstanden, warum sie getan hat, was sie getan hat. Nämlich eigentlich nur, um Rache an Mia zu üben, indem sie Maya umbringt. Was sie dabei jetzt ein bisschen übersehen hat, dass sie selber in Maya drinsteckt. Genau. Das wusste sie nicht, das hat sie jetzt so ein bisschen aber aus dem Konzept gebracht am Ende. Und das ist eigentlich die größte Strafe für Dahlia, jetzt für immer in der Hölle Dahlia zu sein und nicht mehr beschworen zu werden. Und zu wissen, sie hat wieder verloren gegen Mia. Das ist das Ding gewesen. Ja, Mia hatte so einen richtig coolen Dialog, wo sie so sagte, solange ich noch hier bin und sie ist ja auch immer, schon tot. Ich werde für alle Ewigkeit da sein. Ja, ja. Deswegen ist sie für alle Ewigkeit verdammt immer gegen Mia zu verlieren. Es war ziemlich cool. Sickburn. Also das hat schon wehgetan. Was uns am Ende jetzt noch aufgefallen ist, also eher Godot aufgefallen ist, weil hey, wäre ja dann doch zu einfach gewesen. Irgendjemand, und es scheint eben nicht Maya gewesen zu sein, hat ja Misty Fay umgebracht. Genau. Also die besessen war von Dahlia. Und dieser jemand muss die ganze Zeit beim inneren Tempel gewesen sein, war nicht mehr im Hasakura-Tempel und denjenigen müssen wir jetzt noch, oder diejenige müssen wir jetzt noch rauskristallisieren aus diesem Ganzen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich wollte gerade fragen, hast du irgendeine Ahnung, wo es hingehen könnte? Gumshoe ist lange nicht mehr aufgetaucht. vom Gefühl her würde ich Schwester Bikini nicht gerade ausschließen wollen, weil ich hatte bei der von Anfang an so ein bisschen komisches Gefühl. Du hast sie auf dem Kieker, das stimmt. Ich habe sie ein bisschen auf dem Kieker und die Sache ist, was mich immer noch so ein bisschen nachdenklich macht, ist ja die Frage, warum hat Misty Fay Dahlia beschworen? Naja, weil sie ja irgendwie davon Bescheid gewusst haben muss, aber ich glaube, das haben wir noch nicht erfahren, ne? Weil das ergibt ja noch nicht so richtig Sinn, wenn sie davon gewusst hat, warum hat sie dann gesagt, dann beschwöre ich sie, dann in mir und dann... Ich glaube, wir haben es noch nicht erfahren. Und da ist irgendwas, da würde ich sagen, da sind noch so ein paar Fragezeichen, deswegen mein Verdacht gerade Schwester Bikini. Okay, dann halten wir das fest an dieser Stelle. Mats bisherige Verdächtigungen waren immer 1A und on point. Bikini kann es aber eigentlich nicht gewesen sein, weil die war ja im Hasakura-Tempel. Desi kommt zurück, Mats. Desi. Auf dem Motorrad. Auf dem Üsi rübergesprungen, das erklärt sich. Mir fällt halt niemand ein, der noch drüben war. Ja. Außer Pearls. Ja. Das Einzige, was halt sein könnte, dass Pearls jemand anderen beschworen hat, der jetzt dann Pearls übernommen hat und dann quasi, weil das wäre so Full Circle. Ja, ja. Und da weiß aber ich aber gerade nicht. Hätte Pearls uns das nicht erzählen müssen, dass sie dann irgendwie so ein Blackout hatte? Ja, weiß man nicht. Ne? Pearls kann es auch einfach vergessen haben oder so. Aber das wäre jetzt noch vielleicht die sogar wahrscheinlichere Möglichkeit, weil das würde dann auch ein Happy End ermöglichen, weil ein Geist ist schon tot. Ne? Ja. So. Naja, wir gucken mal, was passiert. Wir gucken mal. Haben ja scheinbar noch was vor uns. 10. Februar, 15.36 Uhr, Bezirksgericht. Stell dir wirklich vor, du bist der Richter. Der ist seit 10 Uhr morgens. Du hast einen Geist gesehen. Einen Geist gesehen, der exorziert wurde. Und noch ein Geist, weil Mia ist ja auch ein Geist. Und du sitzt da und bist so, ja. Und ich meine, Iris scheint ja, ne, sie hat ja zusammengearbeitet mit dem Mörder und sie scheint es ja zu wissen und sie will es uns nicht sagen. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das heißt, die muss den... Ich finde meine Beschwörungstheorie gar nicht so verkehrt. Ich weiß nur noch nicht, wer. Mal gucken. Howdy. Also gut, bevor wir fortfahren, werde ich das Ergebnis des bereits durchgeführten Tests verkünden.
Von dem Blut oder was? Test? Ja, ja, Test. Ah, an dem blutigen Dolch, der in der Kiefer gefunden wurde. Ja, der. Das wusste ich. Ja. Ich hatte das ganz vergessen. Das ist die Waffe, die Maya Fey im Kampf mit dem Opfer benutzt hat. Moment, ich muss mal ganz kurz... Weil diesen Dolch hatte doch eigentlich Dahlia dabei. Dahlia sagte, sie hatte den Dolch. Geholt. Dahlia, sie hat den geholt, aus dem Lager, hat sie eben gerade gesagt. Und Dahlia war ja auch eigentlich im Körper von Misty Fey. Aber eben ja nicht als Misty Fey. Die sieht ja dann nicht mehr aus wie Misty Fey. Eigentlich müsste sie dann aussehen wie Dahlia. Und das ist ja falsch, so geht es. Und Elise wurde in den Rücken gestochen. Dieses ganze Bild und das, was da drunter steht, ist, das verwirrt mich, ist Quatsch, das drücken wir einfach mal weg. Und wie lautet das Ergebnis? War es das Blut des Opfers oder... Aufgrund der knappen Zeit war ein vollständiger Test nicht möglich. Ja, deswegen haben wir geraten. Aber eine Sache lässt sich mit Sicherheit sagen. Das Blut auf diesem Dolch war nicht das Blut des Opfers. Okay. Okay, na dann ist ja klar. Wir suchen jemanden, der eine Stichwunde hat. Am Ende war es Godot. Weil da wissen wir auch immer noch nicht, was los ist. Und der hat garantiert irgendeine Motivation. Er sieht kein Rot. Und vielleicht trinkt er deswegen so viel Kaffee, weil er eine Stichwunde hat. Schmerzlindernde Kaffee. Ja. Das Blut auf dem Dolch war also nicht Mistys. Von wem war es dann? Dolch in der Gerichtsakte aktualisiert. Ist ja auch total dumm, also das zu analysieren. Und, naja gut, ich meine, klar, wenn du sonst nichts hast, was muss es sagen? Ja mit jemandem dann vergleichen können. Ja. Also. Bin mir sicher, dass ich Anklage und Verteidigung dessen bewusst sind, aber diese Verhandlung nähert sich sehr schnell ihrem Ende. Beide Seiten werden solide Beweise für Behauptung vorlegen müssen. Es kommt wahrscheinlich wieder so ein, ey, eine falsche Sache und du bist raus. Möglich. Vorstellen, ja. Verstehe euer Ehren. Ja, ja. So viel ich weiß, sie zeugen körperlich sehr geschwächt. So sollten wir es schnell beenden. Wenn so ein Timer ablaufen würde. 24. Ja. Einverstanden. Na schön. Rufen Sie Buddel die letzte Zeugin auf. Bitte mal die letzte Zeugin auf. Buddel voll rum hier. Oh, Maya. Treibholz. Zeugin, bitte nennen Sie uns Ihren Namen und Beruf. Auf dem Fischmarkt. Maya Fey. Mein Beruf ist, ich bin stellvertretende Direktorin der Anwaltskanzlei Wright und Partner. So nämlich. Ich bin das Partner aus Wright und Partner. Ich bin Maya. Laut der Zeitschrift, die mir hier vorliegt, sind Sie ein Medium der Koraliner Beschwörungstechnik. Ich habe Angst. Der Fake-Clan, ich möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Hm. Oh, Maya. Die Schmerzen, die Fey-Blutlinie verursacht, müssen unerträglich sein. Na gut. Also, Frau Fey. Als das Ereignis geschah, waren Sie im Garten des inneren Tempels. Und, Sie waren Zeugen des Augenblicks, in dem Frau Elise Dunim ermordet wurde. Ist das richtig? Und das ist halt immer noch heftig, weil das ist ihre Mutter. In der Tat. Und ihre Schwester ist auch schon tot. Ja. Aber hat sie, die muss doch da ja gesehen haben. Oder ich verstehe diese ganze Beschwörungsnummer immer noch nicht so richtig. Das wird sich, denke ich, herausstellen in den kommenden Minuten und Stunden. Ich habe nichts gesehen. Stellen Sie sich gerade hin, junge Dame. Hä? Halten Sie Ihren Kopf hoch und sprechen Sie deutlich. Später ist genug Zeit zum Weinen. Aber ich... Bams! Ihre Mutter ist direkt vor Ihren Augen ermordet worden. Sie können nichts tun, um diese Tatsache zu ändern. Richtiger Empath, der Gudu. Ja, keine Zeit. Und es gibt etwas, das Sie tun können, das hier zu Ende zu bringen. Wir haben alles gesehen, richtig? Wir haben gesehen, wie die Zeugin hierher kam und wie wir sie ausgequetscht haben. Jetzt sind Sie dran. Lassen Sie uns Ihre Aussage hören. Am Abend des Verbrechens, was genau haben Sie gesehen? Zeugin, ich bitte Sie. Ja, euer Ehren.
Ist auch so weird, wir haben Maya jetzt so lange nicht gesehen. Ja. Und jetzt ist sie so niedergeschlagen. Logischerweise. Naja, ich wollte gerade sagen, also, ist aber albern. Ah. Ich ging auf dem Weg zu einem Vorbereitungsraum durch den Garten, als es passiert ist. Plötzlich bekam ich einen Schlag auf den Kopf. Ich bin gestolpert und bei der Steinlaterne gelandet. Ich denke, ich habe "Helfen Sie mir" gerufen. Und dann ist etwas Warmes auf mich gespritzt. Ui. Bratensoße? dann habe ich das Bewusstsein verloren. Ja gut, da können wir mit arbeiten. Sie haben einen Schlag auf den Kopf bekommen. Ich denke, das muss dieser Stab gewesen sein. Maya, die Person, die dich geschlagen hat, das war Dahlia Hawthorne, oder? Tut mir leid, Nick. Ich konnte es nicht sehen. Ich weiß nicht, wer es war. Maya, denk genau nach. Tut mir leid, Nick, aber ich konnte es wirklich nicht. Es war kein guter Abend für junge Damen, um spazieren zu gehen. Danke, Godo. Ja. Sieht so aus, als wäre es schwer, den Täter nur durch Zeugenaussagen zu bestimmen. Also gut, Herr Wright, fangen Sie bitte mit Ihrem Kreuzfeuer an. Dann mal los. Maya, halte durch. Sie sieht überhaupt nicht gut aus. So. Also. Vorbereitungsrunde durch den Garten, als es passiert ist. Wer befand sich in jener Nacht sonst noch auf der Seite des inneren Tempels? Nun, Schwester Bikini natürlich. Aber ich erinnere mich, dass sie sagte, dass Iris auch kommen würde. Am Tag nach dem Vorfall hat Edgeworth Bikini beim Hasakura-Tempel getroffen. Nach dem, okay. Das heißt, sie konnte nicht die Täterin gewesen sein. Ich nehme das zurück und ersetze es durch ein Nee. Also gut, ist Iris wirklich später gekommen, wie sie gesagt hat? Nun, mal nachdenken. Sie scheint verwirrt zu sein. Wahrscheinlich nur, weil sie so müde ist. Nein, ich bin mir sicher, dass ich sie nicht gesehen habe. Sie muss gekommen sein, als ich mich aufs Training vorbereitet habe. Plötzlich bekam ein Schlag auf den Kopf. Ich bin ganz froh, dass wir jetzt mal jemanden im Die letzten Stunden hast du ja eigentlich einen Monolog hier geführt. Wer war es? Wer hat dir einen Schlag verpasst? Nun, ich habe nicht gesehen, wer es war. Der Schlag kam von hinten. Du hast die Person nicht gesehen? Aber danach war der Angreifer vor dir. Wieso konntest du nicht sehen, wer es war? Lass mich kurz nachdenken. Tut mir leid, ich kann mich einfach nicht erinnern. Maya macht wirklich viel durch. Was soll ich tun? Wir müssen leider weiter angreifen. Zwistisch. Komm schon, Maya, das ergibt keinen Sinn. Warum hast du diese Person nicht gesehen? Nun, lass mich nachdenken, weil es... weil es dunkel war deshalb. Es war dunkel! Wenn jemand spirituelles Training durchläuft, ist zu viel Licht nicht gut. Wenn ich magische Tricks mache, ist es zu viel Licht auch nicht gut. Am besten funktionieren die Tricks, wenn keiner guckt und es sehr dunkel ist. Ja, wo Sie es gerade erwähnen, dazu gibt es bereits eine Aussage. Im Garten war es in der Tatnacht also dunkel. Deshalb hat sie ihren Angreifer nicht gesehen. Ich dachte, sie wollte etwas verheimlichen, aber das ist wohl nicht der Fall. Von der vorherigen Aussage ausgehend war der Angreifer wahrscheinlich... Der Geist, der von Elise Dunin beschworen wurde, Dahlia Hawthorne. Na schön, fahren Sie bitte mit Ihrer Aussage fort. Was geschah, nachdem Sie einen Schlag auf den Kopf bekommen hatten? Ich bin gestorben und bei der Steinlaterne gelandet. Was ist dann passiert? Mein Angreifer stand vor mir und versperrte mir den Fluchtweg, glaube ich. Du glaubst? Nach einem solchen Schlag, also da war ich in Panik. Ich konnte nur an zwei Dinge denken. Nun, es fängt an, interessant zu werden. Schön, dass er Spaß hat. An welche zwei Dinge konntest du nur denken?
mein Name ist Maya Fey. 1 und 1 macht 2. Ja, klingt verrückt, aber ich hatte Angst, meine Erinnerung zu verlieren. Ich weiß, es hört sich seltsam an, weil mein Leben in Gefahr war, aber so war es eben. Ja, das ist nicht seltsam. Aufgrund der Umstände ist das völlig verständlich. Also, was haben Sie dann getan? Ich denke, ich habe helfen Sie mir gerufen. Okay, helfen Sie mir. Das heißt, sie hat jemanden gerufen. Jemand anderen. Es würde jetzt so klingen, als ob sie, genau, jemanden zu sich rief. Du denkst, du hättest gerufen, aber du bist hier nicht sicher. Hör zu, ich war völlig am Ende. Es war dunkel und ich konnte meinen Angreifer nicht sehen. Was, ein Mann, eine Frau, ein Erwachsener, ein Kind? Ich hatte keine Ahnung. Ich war in Todesangst. Glauben Sie mir, meine Liebe, ich hätte meine Robe mit Sicherheit beschmutzt. Ich dachte, dass mich diese Person angreifen würde. Also habe ich ganz sicher gerufen. Ich dachte, das wäre meine letzte Hoffnung. Wow, hört sich an, als wäre die arme kleine Maya wirklich außer sich gewesen. Aber ich frage mich, was sie mit letzter Hoffnung meint. Was soll ich machen? Soll ich sie weiter angreifen, um mehr Details zu erfahren? Meine letzte Hoffnung. Sekunde, Maya. Was meinst du mit meine letzte Hoffnung? Wie? Was meinst du mit deiner letzten Hoffnung? Nein. Du hast das gesagt. Meine letzte Hoffnung. Hä? Was? Was soll ich gesagt haben? Du standest einem Angreifer gegenüber, den du nicht sehen konntest und hast gerufen, ja? Du hast helfen Sie mir gerufen. Ja. Aber du hast ausgesagt, du hättest gerufen, weil es deine letzte Hoffnung gewesen wäre. Oh, nun weißt du, das ist wie, wie sagt man gleich, wenn das passiert? Das schlägt sich nicht so gut. Oh ja, ich, oh, stimmt. Ich erinnere mich, ich stand meinem Angreifer gegenüber, aber ihn meinte ich nicht. Ja. Was hast du gerade gesagt? Ja, das stimmt. Es war die Person hinter meinem Angreifer, der ich zurief. Diese Person habe ich um Hilfe gerufen. Um Hilfe gerufen. Haha! Was jetzt schon wieder? Ich hab's vermasselt. Das wollte ich nicht rausrutschen lassen. Hä? Zeugen? Sind Sie sich dessen absolut sicher? Hinter dem Angreifer, da war eine weitere Person. Also dieser Teil sollte ein Geheimnis bleiben. Das habe ich nur getan. Ein enormer Druck ist nötig, um einen Diamanten zu formen. Manchmal habe ich das Bedürfnis, den Controller hart in Richtung Godot zu schmeißen. Kann ich es nicht immer noch gerade beherrschen. Aber es fehlt nicht mehr so viel. Das ist es, was ich immer sage. Ein enormer Druck. Sie stehen hier vor Gericht. In diesem Saal können Sie nichts erfinden oder verbergen. Zeugen, diese neue Information ist für diesen Fall sehr wichtig. Ich möchte, dass Sie Ihre Aussage zufügen. Einen Mann? Im Licht der Steinlaterne. Wenn es am Ende doch Godot ist, schmeiße ich einen Controller. Vor Freude. Aber dann bitte in eine andere Richtung als den Fernseher. Na gut. Ein Mann? Wer war dieser Mann? Nun, weißt du... Es war ja dunkel. Ja, ich konnte es nicht sehen. Du konntest es nicht sehen? Diese Entschuldigung hat sie ja zweimal benutzt. Nun, bekanntlich ist Laternenlicht nicht wirklich hell. Laternenlicht, sagten Sie? Im Garten stand eine große Steinlaterne. Ich denke, die war aus. Nee. Ganz rechts, genau. Da kommt der Detektivsinn, Mats. Diese wird immer angezündet. Lüge! Wenn ein Akolyt das Training absolviert. Hey, es heißt doch so schön, unter der Laterne herrscht Dunkelheit. Also konnte ich nur wenig mehr als die Umrisse der Person erkennen. Außerdem gab es zu jedem Zeitpunkt keine anderen Lichtquellen im Garten. Hm.
Ja, da müssen wir auch nochmal nachfragen. Du meinst doch nicht, was? Ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht, aber ich denke, es war wahrscheinlich Blut. Will sie damit sagen, dass Frau Dunim, die Dahlia beschworen hat, von dem Mörder in den Rücken gestochen wurde? Ja, aber das ist doch das, was die Mordakte sagt. Das würde Sinn ergeben, ja. In diesem Augenblick war ich vor Angst gelähmt. Ich saß einfach nur dort im Schnee. Ich bin mir sicher, dass alles um mich herum voll Blut war. Ja, was ja durchaus sein kann, weil da ist... Nee, wir haben kein... Doch, hier. Mhm. Nee. Achso, nee, du willst das vom Garten haben, ne? Ja, das gibt's gar nicht, ne? Haben wir das gar nicht? Haben wir kein Foto vom Garten? Weil da war ja der Schnee weggeräumt um die Laterne. Ist das dieses letzte Foto da? Nee, Dämmerbrücke? Dämmerbrücke das? Ist das. Dann haben wir das, glaube ich, gar nicht. Weird. Tatortfoto? Haupttor? Nee. Na gut, aber wir wissen ja alle, was wir meinen. Ich bin mir sicher, dass alles um mich herum voll Blut war. Da habe ich das Bewusstsein verloren. Und was als nächstes passiert? Ich kann mich nicht erinnern. Wie sind Sie gerettet worden? Können Sie sich nicht einmal daran erinnern? Nein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, was als nächstes passiert ist. Zu schade. Seit 2 Jahren arbeite ich schon mit Maya zusammen. Ich weiß, wie sie sich verhält, wenn sie etwas verheimlicht. Und gerade jetzt. Ich bin absolut sicher, dass sie etwas verheimlicht. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal da rein und präsentieren erstmal den Widerspruch, den wir schon haben. So. Sehr gut, Mats. Danke. Stand also ein Mann hinter deinem Angreifer? Ja. Der Mann. Er ist der Mörder. Er erstach sie von hinten. Er ist derjenige, der Elise Dunim umgebracht hat. Auch bekannt als Misty Faye, deine Mutter. Du musst es ihr ja nicht nochmal so unter die Nase reiben. Der Mörder. Maya, du weißt, wer deine Mutter umgebracht hat, nicht wahr? Was soll das heißen, Herr Wright? Offen gesagt, euer Ehren, denke ich, dass sie unter Schock steht und verwirrt ist. Deshalb hat sie das große Problem in ihrer Aussage nicht bemerkt. Wie, was meinst du damit? Welches Problem? Maya, am Mordabend war die Steinlaterne außer Betrieb. Was? Das ist wahr. An jedem Abend brannte im Garten kein einziges Licht. Nein! Ruhe im Gesicht! Herr Godot erklärt sie das! Ruhe im Gesicht! Gesicht und Gericht und Herr Godot erklärt sie das! Beides! Macht jemand was! Fügen Sie reine Milch der perfekten, klaren Dunkelheit des Kaffees zu und umrühren. Das ist der momentane Geisteszustand der Zeugin. Ein Becher Café au lait. Café au lait? Das ist doch Spaß. Hat mir nicht genau diesen Gag schon mal. So was sehr ähnliches. Kommt mir gerade sehr bekannt vor. Wir hatten was sehr ähnliches. Die Worte der Verteidigung sind die Milch und Sie sind der Löffel. Euer Ehren. Ich bin ein Löffel? Also ich bin kein lausiger Löffel, das sage ich Ihnen. Sie Löffel. Sie Gabel. Es muss auch Ihnen aufgefallen sein, Bright. Der geistige Zustand dieser Zeugin ist im Augenblick sehr instabil. Deshalb ist es leicht zu verstehen, warum sie einen so kleinen Fehler gemacht hat. Ja, tut mir leid, aber so einfach ist das nicht. Was haben Sie gesagt? Wenn es in dem Garten wirklich kein Licht gab, dann steckt im letzten Teil der Zeugenaussage ein fataler Widerspruch. Nick. Darf ich? Erinnern Sie sich an die Aussage der Zeugin bezüglich ihres Angreifers. Sie sagte, sie wusste nicht, ob es ein Mann, eine Frau oder ein Erwachsener oder ein Kind war. Und trotzdem, die Zeugin konnte eine Person erkennen, die hinter ihrem Angreifer stand. Und sie hat diese Person eindeutig als Mann beschrieben. Mit anderen Worten, das würde bedeuten, dass Maya unsere mysteriöse Person in Wahrheit gesehen hat.
obwohl es so dunkel war, dass sie das Gesicht, jetzt fange ich damit auch schon an, des Angreifers vor ihr nicht sehen konnte. Nein! Ruhe. Was um alles in der Welt soll das bedeuten, Herr Wright? Behaupten Sie etwa, Frau Fay hat den wahren Mörder in völliger Dunkelheit gesehen? Wright, wissen Sie, was Sie da sagen? Wie hätte sie in der Dunkelheit sehen können? Beim Tatort gab es keine weitere Lichtquelle. Mal so eine ganz unrelated question. Seine Brille. Wenn es dunkel ist. Leuchtet das dann? Wenn wir das doch nur schon mal gehabt hätten, dass irgendwie mal Licht ausgefallen wäre im Gerichtssaal. Ja, das hat mich nur so grundsätzlich jetzt Ja. Es gibt einige Dinge, die man nur in der Dunkelheit sehen kann, Herr Gotto. Maya, du hast in der Dunkelheit gesehen, wer der Mörder gewesen ist. Und jetzt versuchst du ihn zu decken. Zu decken? Den Mann, der ihre Mutter umgebracht hat? Dafür gibt es nur eine Erklärung. Du kennst diesen Mann. Bitte, Nick. Ich weiß überhaupt nichts. Bitte, ich flehe dich an. Gute Rede, Bright. Aber jetzt werden wir sehen, ob sie auch Taten liefern können. Es war stockfinster, was konnte die Zeugin also sehen? Ich möchte, dass sie Farbe bekennen. Farbe. Farbe. Rot. Rot. Wegen. Nein, Nick, tu's nicht. Bitte hör auf. Maya, ist es todernst damit, diesen Typen zu schützen? Den Mann, der ihre lang verschollene Mutter umgebracht hat. Wie aber gerade auch ignoriert wird, dass die Situation, in der das passiert ist, ja... Eigentlich ist das Dahlia. Sie Dahlia war und... Naja, das ist gerade... Es wirkt... Also entweder sind die... Wenn du einen Geist beschwörst, übernimmt er halt immer komplett deinen Körper und ist dann diese Person, die du beschworen hast. Es kann natürlich sein, dass dieses Spiel sich rauswursteln will mit... Sie ist ja ein Medium und sie kann durch die Dings da durchschauen oder irgendwie sowas. Aber, ja. Ich bin Anwalt, ein Diener des Gerichts. Ich muss die Wahrheit finden. Gut, Herr Wright. Zeit, dass Sie uns zeigen, was Sie wissen. Da war ein Frosch. Herr Richter, was ist denn da los? Wer war diese Person, die Frau Fehler und ihn in der Dunkelheit gesehen hat? Und muss man jetzt direkt... Das ist die einzige... Also wirklich. Aber was ist, wenn es Wrestler Bikini war? War ja nicht. War das Reflektieren von der Kugel, von der Gebetskugel. Holy shit. Weil es stockdunkel war, konnte Frau May den Mörder leicht erkennen. Ich bin mir sicher, dass das Gericht das selbst gerne sehen möchte, nicht wahr? Was? Aber wie wollen Sie denn so etwas dir zeigen? Ganz einfach. Wir müssen nur die Bedingungen jener Nacht nachstellen. Fühlt sich wieder alles sehr, sehr schlau, ne? Bedingungen? Euer Ehren, die Verteidigung bittet offiziell darum, alle Lichter dieses Gerichtssaals auszuschalten. Das wird auch sofort gemacht. Da sitzt einer die ganze Zeit. Ja. Endlich! Mein Einsatz! Was ist das? Das kann nicht sein! Ha. Was für eine nette Schlussfolgerung, Bright. Cool. Nun, das ist der Mann, den Maya in der Mordnacht gesehen hat. Ruhe, so jetzt wird's aber wild. Staatsanwalt Godot, was soll das bedeuten? Oh. Sicherlich müssen Sie aufgrund dieser Anschuldigung geschockt sein, nicht wahr? Kann ich verstehen. Warum streiten Sie es nicht ab? Oh, hey, Herrn. Da fragen Sie die falsche Person. Ne? Was soll das heißen? Wenn Sie eine Frage haben, fragen Sie den Zeugen.
Das ist eine meiner Regeln. Nun, Maya, was sagst du? Was du in jener Nacht gesehen hast, waren das 3 leuchtende rote Lichter? Nun, Zeugen, beantworten Sie die Frage! Da irrst du dich. Das habe ich nicht gesehen. Die waren grün. So. So. Maya. Ich dachte, dass die Person, die meine Mutter erstochen hat, ein Mann gewesen ist. Aber aus einem ganz anderen Grund. Was? Zeugin, Herr Wright, was soll das denn jetzt? Hören Sie mit dem Geschwätz auf, euer Ehren. Geschwätz? Wenn es die Frage wert ist, fragt man den Zeugen. Das ist eine meiner Regeln. Ziemlich viele seiner Regeln. Sehr viele Regeln. Ja. Also gut. Dann lassen Sie uns mal mit der Aussage fortfahren. Bitte sagen Sie uns, warum Sie wussten, dass der Mörder ein Mann war. Ja, euer Ehren. Ich habe es erst bemerkt, nachdem ich aufgewacht bin, aber... So, an dieser Stelle wieder eine kürzere Folge. Ja, die letzte Folge war so lang. Ja, hast recht. Man soll die Leute nicht verwöhnen. Das stimmt. Deswegen ist jetzt auch mal eine kurze Folge. Ist auch ein guter Zeitpunkt, finde ich, um die Leute umzuerziehen. Bei Folge, was sind wir? 65 oder was? Ein guter Zeitpunkt. Hey. Entschuldigung, ich sollte nicht in den Rücken fallen. Wie der Mörder, der... Ja. Bist du auch mit so einer roten Brille unterwegs, Mats? Ich wollte mir, als damals X-Men 1 rausgekommen ist, 2001, diese High-Corps-Brille gab es von Oakley, glaube ich, zu kaufen. Ja. Für sehr viel Geld. Aber ich war kurz davor, aber das ging immer nicht, weil sehr, sehr viel Geld war. Cyclops Cosplay When? Gibt es irgendein X-Men-Spiel, das wir spielen können? Oh, es gibt so viele X-Men-Spiele, die wir spielen können. Marvel vs. Capcom, die ich gerne spiele. Ja, da sind die X-Men dabei. Ja, nee, ich hab. Aber es ist geheim. Okay, alles klar. Das soll's für heute gewesen sein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Krieg ich jetzt so eine X-Men-Brille haben, du Arsch!